Meine Daycare, das ist eine Initiative, die von der humanitären Organisation CARE, heute in Lützburg organisiert das. Das ist eine Initiative, für Schüler die Möglichkeit zu geben, einen Stage zu machen an einer Entreprise, für die Entreprise kennenzulernen, für zu gucken, was geht es heute in Lützburg für Berufe. Und dann nämlich der Zeit auch für Entreprisen die Möglichkeit zu geben, junge Leute kennenzulernen. Bei diesem Tag haben natürlich auch Schüler aus dem LGE-Markt gemacht. Und wir haben an den verschiedenen Betrieben mit der Kamera besicht. Wir haben ganz oft an der öffentlichen Debatte gehört, dass die zwei Sphären Schulen an Unternehmen nicht gut zusammenfanden. Und den Daycare hat als Ziel, den Jungen eine Orientierung zu geben, an den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, für junge Leute kennenzulernen. Die Unternehmen auf ihrer Seite, sie machen einen Platz von einem Salär, einen Don. Den Don geht um Care und mit dem unterstützen wir am größten Flüchtlingslager von der Welt zu Kenia junge Leute bei einer Berufsausbildung und bei ihrer Ausbildung im Allgemeinen. Eine Kipp war zu Diddling am Kabinett für Orthodontie bei Becker Anders Rossier. Sandra hat uns gesagt, für was hat gerade auf das Platz wollt kommen. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich fand, dass die Gelegenheit nicht oft vorkommt. Und ich durfte bis Luna nie 100 Kulissen von so enger Orthodontie gucken. Was hast du da alles gesehen? Also wir waren bei praktischen Aufgaben dabei. Wir haben gesehen, wie Patienten behandelt sind. Wir haben einen Imprint gemacht und einen guten auch abgesagt. Wir haben ein Foto von den Zähnen gemacht und wir waren auch an der Rezeption. Mich hat von allem impressioniert, wie sie gesehen haben, wie Zahndoktoren haben an der Klinik arbeiten, auch von allem, wie sie mit ihren Leuten zusammen arbeiten. Das hat alles genau in einem Team funktioniert. Wir konnten auch genau nur gucken, wie sie die Brücke absetzen. Und das muss wirklich alles ganz genau funktionieren zwischen denen zwei, weil das dauert viel zu lang. Also es muss der Patient noch viel zu lang warten. Spurkes ist eine von den großen Unternehmen, die beim Daycare mitmachen. Isabel Biver von der Spurkes erklärt für was. Aber ja, als Bank, die viel Wert legt auf die Responsabilité Sociale, das ist für uns ein ganz flottes Projekt, und wo wir letztes Jahr schon mitgemacht haben, eine ganz flotte Erfahrung gemacht haben. Und ich meine, das ist eine gute Gelegenheit für junge Schüler, da draußen mal ein Tieren abzumachen, für bei uns ranzukommen, für sich die verschiedenen Medien anzugucken, die wir ihnen dann am Laufe des Tages präsentieren. Da haben wir verschiedene Visiten gemacht von Servicen, unter anderem dann noch die Agence. Und auf der anderen Seite werden wir dann noch damit hin eine ganze Reihe Informationen geben über die verschiedenen Profile, die wir sichern, die Connaissancen, die Leute müssen mit dem Mat bringen, die verschiedenen schulischen Diplome, die wir brauchen, und den anderen Objektiv, den wir mit dem Projekt auch erreicht, eben Kontext der Responsabilité Sociale, der das dann eben, dass wir auch das Geld, was Schüler bei uns verdienen, dass das zu einem guten Zweck investiert wird. Nachdem die Schüler verschiedene Spurkäse-Agenzen an Tatgebäude in der Stadt gesehen haben, konnten sie auch noch die neue und hypermoderne Agence an der Belle Étoile gewiesen und erklärt. Wieso hast du dich gerade bei der Spurkis gemalt? Weil ich meine, dass das eine von den größten und sichersten Banken im Land ist. Und weil ich als Klient auf die Gische gehe, weil ich just gesehen habe, was an dem Gische geschieht, als wenn ich mit dem Schwätzen und ich auch gesehen wie die Bank intern funktioniert. Ich bin so ganz gut, ich bin ganz zufrieden, ich habe viele Sachen beigelegt. Und ich habe nicht gedacht, dass so viele Leute gebraucht werden, für den ganzen Service zu garantieren. Auch der Kaktus hat sich Zeit geholt, für den jungen Leute hier Betrieb zu weisen. Das Herr Jungels vom Kaktus Belle Étoile. Für den Kaktus als Lützebäuer Unternehmen ist es selbstverständlich ganz wichtig, bei so Sachen mitzumachen. Erstens mal wollen wir auch Lützebäuer alle guten Stollen unterstützen. Mit dem Kaktus selbstverständlich. Für uns ist auch ein Meier, für uns zu profilieren, vis-à-vis von den zukünftigen Arbeitssichenden, zu sagen, okay, guck, das ist Unternehmen, wir sind ein Lützebäuer Unternehmen und wir können nicht auch etwas bieten. Am Anfang hat mich wirklich sehr interessiert, mal etwas anderes zu erleben. Und ich habe auch die Belle Étoile gewählt, weil es viele Possibilitäten gibt für verschiedene Berufe. Und natürlich auch, weil es für einen guten Zweck ist. Und ja, das sind am Anfang mein Grund, für was ich mitgemacht habe. Für den Konsumenten können da auch so viel wie möglich im Bio können uns bitte, weil halt im Lumpkaktus hilft. Ein anderes Service vom Kaktus ist der Kafruta. Das ist der Service, der sich im Durst und gemäß von all den Kaktusen am Land bekümmert. Der Francis de Mas von Kafruta erklärt, was die Schüler während dem Daycare heute gewiesen kriegen.
Heute haben wir grundsätzlich den ganzen Fehlgang von unserem dachdächtigen Beruf schon gesehen. Ich habe nur so angefangen, am Depot, am Lager, was am Lager alles geschieht, die Parkstation, wie du dort gemäß verpackt wird. Und dann sind wir auf die Büro abgegangen, wo ich ihm dann am Kollegen ihm dann gewissen habe, wie ein Command gemacht wird, Kontakt mit dem Fornisseur, Verhältnis zum Fornisseur haben wir ein bisschen geguckt und darüber geschwärzt. Hallo gesagt, am Laufe der Mitte nach der Wolle von der Publizität, was für die Publizität zustande kommt, was man betrachtet für Pub zu machen, für was man die Artikel mehr will wie andere. Also wirklich den ganzen Auflauf von einer Urbsergemeinschaftszentrale heutzutage. Ich habe schon vor 2-3 Jahren schon ein Stage in einer ähnlichen Entreprise gemacht, die aber mit klein war. Und dann fand ich es interessant, für Parallelen zu sehen zwischen der und der. Enger mi grosser wie Kaffee oder auch dünner Schäder, weil sie noch fundamental dünner Schäder dabei. Und schon hat ihn interessant fand. Als letzte Station war es Kamera auf der Findel und zwar mehr genau bei Luxair Cargo. Das ist ein Betrieb, der schon vor 4 Jahren bei der ersten Edition vom Daycare dabei war. Der Jean-Claude Kowalski von Luxair Cargo. Das ist für 4 Jahre an Klebegruf gehen, auch von Anfang an sind wir auch dabei. Wir können den Jungen eine Möglichkeit zu gehen, für mal an unserer Entreprise auch zu sehen, wie es läuft. Was erzählt er dann den Schülern alles den ganzen Nachmittag? Das ist also mal, kriegen sie eine kleine Präsentation gemacht, was Luxair ist. Luxair ist eine Gruppe, das ist das erste, wie viele Service wir haben. Das sind über 20 Service. Und dann gehen sie an die Einzelservice geschickt, bei Maintenance, bei der Catering, wo sie dann mit ihren Tüten den ganzen Tag verbringen. Und die erklären ihnen den Detail von den betreffenden Service. Auch heute wird Begeisterung groß bei den jungen Leuten. Wie dann an der Schule vorgestellt ging, das hat mich auch direkt interessiert, wo ich noch gefahren gesehen habe. Dass ich bei der Lüge sehr respektiv eben, was man Fliegerin zu denen hört, konnte mitmachen, war schon von begeistert, weil für kleine Monate mich ein bisschen so fasziniert. Dann war man hier am Anfang auch 100 Kulissen sozusagen gesehen. Das hat mich wirklich direkt angezogen. Was tut denn der da brot? Man einfach zu sehen, dass wenn der Flieger startet und nicht an Vakanz fliegt, dass das am Anfang viel mehr ist, wie nicht mehr, und sich an den Flieger sitzen. Als Aufschluss kriegen die Schüler dann auch die Möglichkeit, eine bisschen mehr spektakuläre Aufgabe zu realisieren. Es geht darum, ein Palette so zu beladen, dass es später an den Flieger abpasst und muss respektiert gehen. Eine Aufgabe, die sich mehr Leute anhört, wie ihr meint. Was war die Schwierigkeit bei dem Exercice? Überhaupt mal die richtige Platz für alle Park zu finden, weil da nur stehen da ganz viele Packte, wo man gar keinen Platz mehr finden tun. Und ja, so ist es aber gegangen. Wenn ich eine Spezialist am Tetris wäre, hat das geholfen? Ja, ich meine, das hat besser geholfen. Das Jahr haben wir weit mehr als 200 Schüler und wir haben 32 Unternehmen, die mitmachen. Und es sind da los schon Unternehmen, die für nächstes Jahr reserviert haben. Das heißt, dass wirklich von einem Abenteuer zu einer kleinen Institution gehen, die wir heute letztendlich als einzig Land realisieren. Den Daycare hat also ein großes Succes. Und es sieht so aus, wie wenn nächstes Jahr die Grenze von 40 Betrieben geknackt gehen. Man grundsätzlich selektionieren wir keine Entreprise. Wir sind froh für alle Entreprise, die den Daycare mit unterstützen. Aber natürlich gucken wir auch darauf, dass Entreprisen den Schülern während dem Daycare eine gute Formation anbieten, eine gute Information und einen guten Kader anbieten, für sich über Berufe zu informieren.